Hi, ich bin Lisa und ich kandidiere für den Nationalrat. Ihr wisst ja, ich habe eine Sprechbehinderung. Um euch leichter zeigen zu können, was ich mir erreichen möchte, übernimmt ab jetzt meine KI-Assistenz. Viel Spaß! In der Schweiz wurden im Jahr 2022 rund 49.000 neue Firmen gegründet. Oft handelt es sich bei erfolgreichen Start-ups um Unternehmen aus dem Umfeld unserer Hochschulen und aus Branchen, die eine schnelle Skalierung ermöglichen. Meine Familie hat in Albisrieden ein modern strukturiertes Reinigungsunternehmen aufgebaut. Daher weiß ich, wie schwer es oft ist, ein junges Unternehmen ohne gut vernetzte Hochschule und potente Geldgeber im Rücken durch unsere Bürokratie zu manövrieren. Deshalb sollten wir die administrativen Belastungen vor allem in den ersten Jahren einer Unternehmung deutlich reduzieren und einen Innovationsfonds für KMUs in Nicht-Hightech-Branchen auflegen.